So, endlich mal wieder ein bisschen. Ja. Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part. Wir sind wieder ein bisschen mächtiger geworden. In letzter Zeit waren wir wirklich schlecht. Und, ja. Das ist ein AOE-Zauber, liebes Spiel. Ja, ich bin völlig müde vom Aggersborg verteidigen. Es ist Wahnsinn, wie ungerecht natürlich das ist. Aggersborg ist das meist eingenommene Fort. Also wir sind wirklich die schlechtesten dort um diesen Abschnitt. Und da können wir einfach nichts dagegen machen. Wir natürlich zwei overpowered Gebiete, also Reiche, da aufeinandertreffen. Und wir halt einfach die Schlechten sind. Aber gut. Ich habe es langsam gecheckt, dass wir halt dort eigentlich immer verlieren. Und jetzt habe ich einfach lange gewartet, ungefähr 7 Stunden, bis ich endlich mal, ja, etwas zeigen konnte wieder. Aber gut. Wie immer, es geht halt hin und her, so richtig etwas, Ding, taktisches Satz halt nie. Und ich bin einfach irgendwie nicht gerade so gut drin zu heilen, also vor allem die richtigen Zauber einfach auszuwählen auf jeden. Die Mitspieler, die hauen halt dadurch die ganze Zeit ab. Also sie, entweder gehen sie zu weit nach vorne oder sie gehen nur zu weit abhauen. Und ja, das ist natürlich auch nicht gerade so förderlich. Vor allem einfach, sie können dann auch nie etwas besiegen. So, ich greife den einfach an. Angreifen geht eigentlich immer am besten, da halt einfach so viele Stunts im Müde sind. Aber naja. Man muss echt immer lange warten, bis man wirklich wieder so eine Chance bekommt. Und ja, das Fort wurde schon eingenommen, das ist schon unser. Aber so richtig jetzt etwas bewirken können wir nicht, solange wir nicht irgendwo anders hingehen können. Die Syrten sind halt immer überlegen. Aber gut, das macht schon sehr viel Spaß, nur man muss eben sehr lange warten. Die sind noch am Liegen. Ja, ein Schütze sollte das nicht machen, eher ein Jäger. Ja gut, Schützen haben halt viele Stunts. Das ist eigentlich die stunreichste Klasse, die hat irgendwie so 5, 6 Stunts. Und einfach Sultans Terror ist halt natürlich dieser AOE-Zauber, der eigentlich die ganze Zeit eingesetzt wird, vom Hexenmeister und eigentlich Beshi auch. Es ist einfach Warmaster, ich glaube Beshi auch. Ja. Komm, hey! Immer diese Immunzauber auch. Okay, hat's überlebt. Schon heftig, also. Da immer den richtigen Zeitpunkt zu sehen und so, ist sehr schwer. Ja, ich muss wirklich nach Party buhlen, damit ich das auch sehe. Und eben, man kann halt nicht in die Zauber direkt dann hier reintun, man muss es immer zuerst auswählen. Das dauert halt auch immer. Naja. Das ist eine Frechheit, dass man den nicht einsetzen kann auf nicht Verwundete. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich diesen Zauber mitnehme überhaupt. Ja, ist eine große Heilung. Ja. Man muss wirklich zu einem Verletzten die Heilung senden. Und dann ist es nur ein kleiner AOE. Naja. Not worth.
fange jetzt bald auch an zu küssen. Einfach aus Langeweile. Ja. Leute, wir würden gewinnen, wenn ihr nicht immer so mega greedy sein würdet. Ihr bekommt wahrscheinlich die ganze Zeit Punkte. Stirbt doch. Wieder nicht. Das Ziel ist nicht verbunden. So, jetzt haben wir wieder ein paar Punkte bekommen. Doch echt schwer. So, jetzt nicht zu weit gehen, also eben. Ja, Low-Levelige sollten eigentlich nicht ans vorderste Front sein. Ja, halt doch bitte nicht immer schneller als ich, bitte. Ja, nur bitte, nur bitte. Ist klar, dass die Level 60er viel besseres Equip haben, viel schneller heilen können. Aber ja, die Kleinen müssen leveln, die Großen müssen nicht mehr leveln. Die brauchen nichts mehr, nichts mehr. Kapische? Hey. So, Leute, kommt doch nach. Und immer schön um Kurven. So langsam werde ich italienisch Rennfahrer. Ja, bär ab. Ja, mittlerweile sind es ja ungefähr 6, 7 Parts und es kommt sehr gut an. Also Dankeschön für die Interesse noch. Natürlich kann ich alles noch ein bisschen besser machen. Lol. Machst denn du? Die Barbaren wieder mal mit ihrem Tobsuchtanfall. Oh, schön. Oh. 6 von 52, das dauert noch ein bisschen. Oh ja. Beim Fliehen kann ich nicht heilen. Tue ich schön noch ein bisschen für Mana sorgen. Lol. Das ist auch noch so eine Flasche. Ui. Nee, feindliche Inzens. Das brauche ich dringendst fürs Craften. Ja, da haben wir wahrscheinlich auch wieder ein paar Dinge. Ich habe natürlich alle, ja, zwei. Habe natürlich alle ins Lager getan. Jetzt haben wir noch nicht so viel. Okay, so langsam werden die Syrten wieder mehr. Man versteht nie etwas. Leute, lernt doch Englisch. Eieiei. Dieser Schmarrn. Den die erzählen.
Okay. Keine Ahnung. Was dieses Herzblut bedeutet, die ganze Zeit zu verlieren für Alsius. Nee, es ist eben völliger offensiver Quatsch, den die machen. Lässt sich nicht mehr sagen. Oh Gott, bitte nicht. Immer auf die offensichtlichsten Gebiete. Zentralaltar möchte ich auch nicht. Ja, geht doch dorthin. Verlieren das. So, wie machen wir jetzt das? Eigentlich wieder zurückgehen. Aber die werden jetzt sowas von überrumpelt. Da helfe ich natürlich nicht mit meinen Low Levels. Man muss immer priorisieren. Also sieht man irgendwas, dann muss man halt einfach. Zuerst mal wirklich klar sein. Da die Gegner immer wieder Punkte bekommen, ist das natürlich ja schlimmer, als wenn man jetzt wirklich ja eine Sekunde lang aushält. Da passiert nämlich gar nichts. Also wenn ihr euch die ganze Zeit opfert für andere Leute, es passiert gar nichts für euch. Es passiert nur für den Gegner etwas. Sie bekommen diese Scheißpunkte. War Master Queens. Und das ist natürlich nicht gut. Ihr feedet dadurch den Gegner eigentlich ständig. So loyale Sachen existieren halt eher sowieso nicht, wenn alle nur Spanisch reden. Argentinier sind Kolumbianer, Mexikaner, normale Spanier. Es passiert halt einfach gar nichts. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen die Lage zu erkunden. Seidenkokon, okay. Habe ich bis jetzt noch nie gefunden. Ist scheinbar auch neu, also müsste irgendwie März 2020 gewesen sein oder so. Natürlich schon alt. Aber ich meine, ich habe dann aufgehört. Also, ja. Ich kann das jetzt gerade gar nicht. Okay. Also, das existiert. Also, sind sie doch nach Eferias gegangen. Aber eben Samal wäre natürlich extrem schlecht gewesen. Gut, dann können wir sie wahrscheinlich erwarten, jetzt hier Richtung Mauer zu gehen. Deshalb tun wir jetzt einfach mal so Richtung Meer runtergehen. Also hier die Bucht. Eben, es ist halt wirklich auch nicht gerade so Gameplay, also zusammenspielen, Party machen, existiert halt eigentlich schon Ewigkeiten nicht mehr. Nur die Engsten haben halt einen Clan, der irgendwas macht. Ja. Da ist jemand, ein Ritter. Wir sind einfach außen durch. Der ist AFK. Ja, ihr müsst schon etwas machen, liebe Eferias. Es kommen. Einnehmerkleidung Gruppe. Müsst ihr das machen? Die sind scheinbar hier nirgends am Kommen. Weil ich kann nicht so an der Mauer ungeschützt. Ja. Ich werde es versuchen. Sie warten hier immer beim Portal oben im Wald. Aber jetzt
Ja, angreifen werden sie wahrscheinlich noch nicht. Alga. Das hat auch immer so das Problem. Dass die aufteilen von Ephorias, aufteilen sich und da kann man leider auch nicht mitgehen. Ich bin so entspannt, obwohl ich hier mitten im Kriegsgebiet an der Südenseite bin. Hab ich überhaupt keine Angst. Ich bin zweimal gestorben vor Algaros. Heute, ja, 11 Uhr oder so. 12 Uhr. Und das, weil einfach die Leute nichts gemacht haben um unseren Bind. Genau, um unseren Bind war es. Also einmal dort in der Ork, beim Orklager und das zweite Mal eigentlich direkt unterhalb vom Bind. Anstelle von, ja, ich bin mal da, ich helfe den Leuten dort, sind sie einfach AFK am Bind und machen überhaupt nichts. Ja. Das ist eben das Riesenproblem. Das Spiel ist eigentlich meistens AFK-Simulator am Bind. Oder in Manzognir beim Auktionsladen. Also hier warten sie gerne, damit die Leute hier abgefangen werden, die durch das Ding gehen. Die ein bisschen abkürzen wollen. Aber eben es passiert hat gar nichts. Der Chat, der tut auch nie antworten. Ja. Diese Phantomwächte sind neu hier. Okay. Ich könnte mal hier hingehen mit dem Leveling. Ding. Skillung-Zeugs. Ich habe jetzt diese zwei Bücher geholt, also ich kann jetzt immer wieder schön wechseln. Aber gut, ich brauche dazu noch ein Buch, damit ich es hier machen kann und nicht irgendwo in einer Stadt. Yay, der Schatz! Da ist er wieder. Was denkt er sich so? Ich kann den abfangen. Ich bin ein Nahkämpfer, aber ich kann abfangen. Ich bin der Beste. Ich bin langjähriger Jäger. Ich spiele als Dingbeschwörer, aber ich bin Jäger. Im Herzen bin ich Jäger. Naja, ich bin ja nicht der unfaire Jäger, der man immer wieder sieht und Level töten, aber ich bin trotzdem einer der besten Erkunder, Informationen gebe. Dass schon viele Clan-Mitglieder zum Quitten gezwungen haben. Diese Informationsflut ist ja mega schlimm. Ja, so ist es, wenn sie toxisch sind, dann wollen sie eigentlich gar nichts hören. Dann wollen sie keine Informationen hören. Ich habe einen guten Spruch, ich kann ihn jetzt gerade einfach nicht so systematisch aufbauen. Ja, genervte Menschen warten nicht auf die Erlösung vom Tod, sondern sie leben. Ich kann es eben nicht aufdenken, aber sie leben so, als würde sie, also sie tot sein. Also sie können nichts anderes, als einfach die ganze Zeit zu verneinen. Und das ist es. Also ja, viele Leute, die echt immer sich nerven über alles, sind eigentlich schon lange tot. Die sind schon lange in irgendwie einem Traum drin. Es würde ihnen besser gehen, wenn sie andere Leute nerven. Also, dass sie wirklich toxisch sind. Und die Leute sollte man einfach ignorieren. Wirklich. Null schenken. Nix schenken. Das ist eben... Also ich kann jetzt nichts machen. Die werden wahrscheinlich jetzt Samal gehen. Ja komm, gehen wir Samal. Ja, ich wusste es. Die Syrten gehen nach Samal. Wir könnten durch den Sumpf
Müssen halt einfach noch ein bisschen einen Umweg machen. Aber dort gibt es ja auch. Ich komme jetzt gerade nirgends durch. Ich sammle noch ein paar Kokons, denke ich mal. Vielleicht passiert etwas. Das ist halt, wenn man low-levelig ist, dann muss man eigentlich immer mitgehen mit den anderen. Und die gehen meistens wirklich schlecht. Ah, jetzt! Jetzt plötzlich! Wir waren dort, war niemand. Ja, die gehen wahrscheinlich jetzt erst dorthin. Ja, gut. Ihr habt ein Fort nicht eingenommen. Niemand kümmert sich um Alga. Ja, ich mochte damals, als ich ja, Sirte war, Algoros auch nie. Ich habe das nie verteidigt. Das war, ja, das war einer meiner glücklichsten Momente, weil die Menschen wirklich nett sind in Sirtis manchmal. Also vor allem die Mädchen. Und ja, war wirklich toll sozial, aber eben, sie sind unglaublich unfair. Unglaublich neidisch und so weiter. Das halt einfach alle natürlich ja, unfair Mittel verwenden. Eigentlich immer wieder beim Band herumgammeln und Leute abfangen oder im Leveler töten. Sind extrem neidisch auf andere. Obwohl sie das stärkste Reich sind, also zahlenmäßig das stärkste Reich sind. Also eigentlich ist Ignis das stärkste von den einzelnen Spielern. Denke ich mal. Das macht sie halt auch relativ stark. Und Alsios, ich weiß nicht, also die Deutschen haben eigentlich alle schon aufgehört. So wie es aussieht. Ja. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr noch spielt. Würde mich interessieren. Ich sehe halt einfach sehr wenige Deutsche. Ihr habt wahrscheinlich alles Namen, die ja halt auch nicht deutsch sind oder so. Okay, es passiert leider gar nichts. Hier. Ich kann halt nicht mehr. Ja, die haben das aufgegeben. Irgendwo ist ein Kampfgeräusch. Keine Ahnung, ich versuche es jetzt einfach mal hier durchzugehen. Und sonst sehen wir, wenn wir sterben, einfach nichts machen. Ah ja, genau, der greift an, glaube ich. Das sind NPC. Oder nein, nicht der. Aber irgendwo ist ein Schütze, der angreift. Ja, jetzt passiert leider nichts mehr. Der Colates CJ ist ein sehr netter, hat sich bedankt, dass ich ihm das Leben gerettet habe im Video, im letzten Part. Und ja, er freut sich, dass ich jetzt wirklich auch gerne helfe. Auch gefragt, ob ich jetzt einen Beschwörer immer spiele, und ich habe gesagt, ja, solange ich jetzt wirklich in einem Clan bin und so, tue ich natürlich gerne weiter den Beschwörer spielen, weil der natürlich auch Items sucht. Aber eben, es ist halt relativ schwer. Ja, jetzt haben sie es endlich eingenommen. Darauf habe ich gewartet. So, ja. Die Videozeit ist leider wieder vorüber. Gut, am Anfang ist etwas gewesen, aber es liegt dann an den Spielen, dass sie so wenig machen, dass sie immer sehr lange warten, bis wieder irgendwas passiert. Und halt immer so machen, dass die kleineren Leute, die Low-Leveligen und Unterquipten, gar nichts machen können, weil sie halt immer wieder ja, mit dem Teleport reisen. Und da musst du halt einfach schnell sein, weil es nur ein paar Nutzungen hat. Naja. Da habe ich jetzt gar nicht mitgehen wollen, ja. Können.
Auch. Jo, ich gehe einfach zurück und tu mal. Ja, genau. Das wird schon wieder angehen. Ich gehe mal nach Richtung Sommerfort. Ne, wahrscheinlich wieder Herbert fort. Und sobald wieder was los ist, mache ich direkt eine neue Aufnahme. Also solange etwas los ist, mache ich auch Videos. Und wenn nichts los ist, dann mache ich auch keine Videos mehr. Dachte schon, der Turm würde nicht, er wird wieder unser sein, weil er nicht angegriffen hat. Ja, genau, drei kritische Treffer, genau. Irgendwie werden die immer mehr gebufft. Okay. Tschüss. Sie haben nicht angegriffen. Ja. Wie tun diese Down, also diese 2% auch nichts machen? Aber gut, die waren jetzt gerade rechtzeitig am Ort. Schön, konnte ich noch mal ein bisschen abkürzen. Da ist einer. Es gibt halt nur Sauerkraut und Bassers oder Blitzers, wie sie heißen irgendwie. Indra ist aber kein deutscher Clan. Nasty, der Erdinger. Der hat mir bei den Geistern geholfen. Eben Rakitic. Ja, das ist ein Schweizer Fußballer, also einer, der für Kroatien, glaube ich, spielt, aber in der Schweiz aufgewachsen ist, beim FC Basel gespielt hat. Ja. Gut, dann, ja. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.